es ist ein unbeschreibliches Fahrgefühl. Es klingt jetzt irgendwie sehr, ja, wie aus dem Werbekatalog, aber man setzt sich rein. Die Verarbeitungsqualität ist einfach unglaublich. Da wurde damals schon, man hat Sachen drin in diesem Modell, Digital-Tacho, also eine Anzeige, wie schnell man fährt und also wirklich ein Bordcomputer. Das waren vergleichbare Autos, die ich mal gefahren bin aus demselben Baujahr. Da konnte man von träumen. Ne? Und wenn man dann den Schlüssel umdreht, einmal natürlich schön Schlüssel links. Das ist das Erste, wer keinen Porsche kennt, der sucht erstmal die Schlüsselposition. Aber wenn man den dann umdreht und dann halt hinten der Sechszylinder anspringt, das ist schon ein mega Gefühl halt. Kam eigentlich so aus der Kindheit, ne? Also Baujahr 93, ab 89 wurden die ja mehr oder weniger gebaut und da ist man dann halt mit groß geworden. Dann waren das die Sportautos in der Kindheit, in der frühen Kindheit, kann man schon sagen. Und hier ein paar Straßen weiter hat so ein Rechtsanwalt oder Steuerberater, ich weiß es nicht genau, der hat schon immer 964 gehabt und hat den auch immer noch. Den fährt er tagtäglich und den sieht man dann und boah, als ich den als Kind gesehen hatte, war das irgendwie so das Auto, was mir im Kopf geblieben ist. Was man dann halt entsprechend auch immer gesehen hatte und erkannt hatte, ja, das ist ein Porsche. Ne? Und da kam dann halt so ein bisschen, der Traum hoch. Bin mal in Insignia gefahren, dann habe ich aber gemerkt, ist ein cooles Auto, aber halt irgendwie so Rentner-like-mäßig. Und dann habe ich nach was Frischerem gesucht. Hatte da auch schon kurzzeitig den 964 wieder im Kopf. Aber da brauchte ich halt ein Auto, was auch wirklich noch im Alltag fahrbar ist. Also mit Gepäck, Eishockey habe ich gespielt. Da musste die Schläge reinkriegen, die riesen Eishockey-Tasche und so weiter. Und dann waren mehrere Autos in Betracht gezogen worden, ist dann Golf 7 GT Clubsport geworden. War dann auch sehr cool, sehr coole Zeit gewesen. Aber da war auch dann irgendwann die Zeit halt zu Ende. Dann habe ich den verkauft, hatte aber noch nichts Neues. Dann habe ich mir einfach gesagt, so, das Geld vom Verkauf spare ich, das lege ich weg. Dann dementsprechend noch Monate über wirklich gespart. Keine Urlaube gemacht, gar nichts. Also wirklich alles Geld, was man irgendwie entbehren konnte, ist erstmal aufs Sparkonto gegangen. Und durch einen glücklichen Zufall habe ich in Stuttgart einen 964 gefunden. Ich hatte auch zwischendurch welche angeschaut, waren aber alle nichts. Waren Unfaller, da waren amerikanische Autos bei, wo Wasserschaden war und welche, die halt auch schon komplett rahmenmäßig verzogen waren. Ja, der in Stuttgart, den habe ich so erst auf den zweiten Blick. Ich hatte den schon die ganze Zeit gesehen, er war die ganze Zeit inseriert, aber irgendwie nicht beachtet. Das ist halt dann das Thema, ne, war Tiptronic, hat man irgendwie nicht gewollt. Und dann habe ich mir aber trotzdem gesagt, so, da fahre ich jetzt mal hin, ich gucke ihn mir an. Und boah, der ist es sofort geworden. Ne? Also Probefahrt gemacht mit dem Verkäufer und dann direkt Handschlag eine Woche später. Geld überwiesen, abgeholt hat. Und aber auch so von der Außenwirkung her. Man kommt positiv an, tatsächlich. Also ich sag mal, ein Porsche ist tatsächlich so ein Auto, wo jetzt die Neidgesellschaft nicht so krass drauf reagiert, sondern die sagen sich eher dann so, ja, okay, ne, der hat irgendwie sich den finanzieren können durch harte Arbeit oder sei es, weil genug Geld in der Familie da ist.
Es wird aber nicht einem sehr schlecht ausgelegt. Es ist so bei anderen Fahrzeugen, vielleicht wie so ein Ferrari, Lamborghini, da hat man halt nochmal eine ganz andere Außenwirkung. Da ist man dann halt irgendwie der Poser direkt, das ist von vornherein so. Auch würde ich sagen, im Clubsport, den ich vorher hatte, bin ich auch schlechter aufgefallen. Ja, war auch viel dran gemacht dementsprechend mit Abgasanlage etc. Aber da bist du allgemein einfach schlechter angekommen bei den Personen als jetzt mit dem 964, wo ja auch viel dran gemacht worden ist. Ne? Das gute alte Motorengeräusch halt, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Man hat die Möglichkeit, vieles tatsächlich auch selber zu machen. Was motorentechnisch dem 964 angeht, mache ich jetzt wenig in der Hinsicht, weil das ist schon, ja, muss man berufen sein für, da muss man sich auskennen. Und da sage ich dann auch lieber, dann lasse ich das machen. Da hat man hier gerade im Raum Hamburg ja seine ganzen Mechaniker, die sich mit Luftgekühlten halt sehr gut auskennen. Aber so weitere Sachen wie ein bisschen Elektrik, den Tachoscheibenumbau etc., das konnte ich alles selber machen. Und das ist beim neueren Fahrzeugen halt schwieriger. Ja, das erste war auf jeden Fall Fahrwerk. So, dann war so ein bisschen die Überlegung, Static oder mit Luft. Und ich habe aber recht schnell mir gesagt, ich baue da Luft rein. Einfach vom Preis her, gepfeffert Fahrwerk für 964 war schon auch ziemlich hochpreisig. Und da habe ich mir dann den Vergleich gezogen und da ist Luft halt dann, sag ich mal, besser weggekommen. Also, für den Mehrpreis in der Hinsicht, weil halt auch, es ist ein altes Auto und Ersatzteile kosten viel Geld. Also auch so ein Unterbodenschutz beim Golf 7 GT Clubsport, ne, holt man mal schnell neu. Beim 964 blutet da schon der Geldbeutel und da einfach der Bequemlichkeit halber und weil es vom Fahrkomfort her eher zum Cruisen für mich ist, habe ich dann gesagt, dann gehe ich auf Luft. Und dann kam das Thema Felgen. Das war lange, lange ein Thema. Viele Felgen angeguckt, viele Felgen haben wir gefotoshoppt auf das Auto, weil ich wollte wirklich, ich finde die BBS-RS-Felgen und was es halt alles gibt von BBS sind geil, aber ich wollte was Besonderes, was auf dem 964 jetzt nicht so alltäglich ist. Und dann war auch so ein bisschen der Spagat vielleicht hingehend zu modernen Felgen. Fossenfelgen, die ja, ich sag mal, auf modernen Fahrzeugen GT3 RS oder sowas drauf sind und das irgendwie dann zu kombinieren, so diesen Zwiespalt zwischen neu und alt. Und dann habe ich die Brixton Forged gesehen, die waren ursprünglich vom Design her mal für Buttonbuild gemacht auf einem Ferrari. Und das Design haben wir genommen, also ich habe tatsächlich auch ein Rendering von einem Simonsson aus, ich glaube Schweden kommt er, gefunden. Da war so ein Singer Porsche mit den Felgen drauf gemacht worden, auch in Silber. Und da habe ich gesagt, genau so. Ne? Also klar, nicht als Backdate-Umbau, war mal in der Überlegung, aber ich finde den gerade so jetzt in der Stufe besser. Und da habe ich gesagt, okay, die Felgen müssen sein. Und dann in Kontakt gekommen mit Brixton Forged über Basti von der Firma B-Production. Und da haben wir dann sozusagen diese Felge für den Porsche dann erstellt, umgeändert, wie man halt sagen kann, dass halt die Hardware, also die Verschraubung 50-50 ist, 50% sichtbar, 50% unsichtbar von hinten. Auch die Maße dann entsprechend passend für den Porsche gebaut und ja.
Sitze waren von vornherein bei dem Porsche mit dabei. Da wusste der gute Herr wahrscheinlich nicht, was er da hat für einen Schatz. Soll mich nicht stören. Mich hat es dann auch erst im Nachgang wirklich ist mir aufgefallen, als ich die ausgebaut habe, weil von vornherein war das Konzept alter Porsche den Pipita-Stoff. Das habe ich auch durchgezogen, wie man dann ja unschwer erkennen kann. Für mich war das der schönste oder ist es immer noch der schönste Porsche-Stoff, der jemals irgendwie ausgekommen ist. Da habe ich die Sitze sofort drin gesehen, ausgebaut. Dann habe ich da die 964er Teilenummer gefunden, gegoogelt und habe dann gemerkt, dass es Carrera RS-Schalensitze sind. Und ja, gut, jetzt kann man sagen, oh, warum hast du die dann umsatteln lassen? Ja, mir hat das nicht gefallen, absolut nicht. Und von daher habe ich mir gesagt, ich baue das Auto so, wie ich es will und wie ich ihn fahren möchte. Und das habe ich dann auch dementsprechend durchgezogen. Ne? IP Motorsport hat Bügel für diesen 964 gebaut, komplett feste Bügel, fest verschweißt und die sind dann zum Einschrauben in die Karosserie. Man muss da tatsächlich durch die Karosserie bohren. Was tut man nicht alles, wenn man sagt, das wird schon geil aussehen. Und ja, die habe ich dann auch im RAL 6029 Mintgrün oder Minzgrün habe ich die dann pulvern lassen. Das ist nämlich auch der Farbton, den wir haben auslesen lassen von dem Pepita Grün. Und da haben wir dann auch die entsprechenden Nähte auch in dem Grün gemacht. Dann außen um die Bremsanlage ebenfalls in dem Grün. Ja, das haben wir dann halt alles durchgezogen, dass sowohl innen als auch außen ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Und ansonsten sind es halt immer sehr viele Kleinigkeiten. Und da kommt es auch meiner Meinung nach drauf an, so der Teufel steckt im Detail. Ich habe die Seitenfenster aus Makrolon, um halt diesen Renncharakter mit reinzubringen. Und habe die aber nicht durchgesägt, weil wenn man mal mit dem Kercher da loslegt, dann hat man nachher Wasser im ganzen Ding drin. Das wollte ich dann auch nicht, weil da war mir klar, das werde ich irgendwann vergessen haben. Ein weiteres kleines Detail, was früher alte Wagen auch tatsächlich hatten, alte Porsche-Modelle, sind die Türgriffe, die dann halt auch gelocht sind. Das heißt, das habe ich dann auch alles selber gemacht. Dann stand ich da mit einer Bohrmaschine ganz entspannt in der Garage, leider noch nicht mal eine Ständerbohrmaschine, sondern habe ich dann selber dort mit der Bohrmaschine dann gestanden und möglichst gerade eingeführt. Hat geklappt, Gott sei Dank. Aber es wäre auch sonst teuer gewesen, wenn man es verkackt hätte. Und was ansonsten bei diesem 964 halt nicht so alltäglich zu sehen ist, wir haben eine Frontstoßstange aus Carbon-Kevlar-Verbundstoff. Die wird in Schweden in Rennserien verwendet. Es gibt tatsächlich noch Fahrzeuge, die 964, die über die Rennstrecke halt bewegt werden. Ist auch ganz geil. Und diese Stoßstange ist ein Umbau aus einer 907 GT3 Stoßstange, wenn ich jetzt das richtig rekapituliere. Und die wurde sozusagen mit einer 964 Stoßstange gepaart, so der Prototyp. Und da sind dann halt die Formen draus entstanden. 907 GT3 hat man deshalb genommen, weil die halt unten links, rechts die großen Öffnungen für die Lufteinlässe haben. Und da sitzen die Ölkühler dementsprechend, beziehungsweise der Ölkühler. Bei Rennserien haben die zwei. Und dass die halt gut belüftet werden. Ne? Und gleichzeitig haben wir dann auch die Bremsenbelüftung. Die ist tatsächlich auch nicht nur einfach Show and Shine, sondern die hat auch einen Zweck. Das heißt, da habe ich im Innen, unten, im Unterboden alles dann so geführt, dass auch die Bremsen wirklich belüftet werden.
Eine weitere Besonderheit, sag ich mal, ist der Singer DLS Ducktail, den ich verbaut habe. Ist ein, also Singer Style, ist nicht offiziell von Singer, ist ein Nachbau dementsprechend von einem Bekannten aus Holland. Der hat auch tatsächlich einen Sinn und Zweck, und zwar die Luft, die der mehr oder weniger vom Fahrtwind sich ansaugt, die kann auch nachher, nachdem sie den Motor runtergekühlt hat, wieder entweichen durch die zwei hinteren Heckgitter. Das ist schon alles so verbaut, dass es halt auch wirklich einen Sinn und Zweck dann auch hat. Und das ist ja gerade auch bei 964 luftgekühlten Motoren wichtig, dass der Motor genügend Luft, kalte Luft auch ansaugen kann. Ja, grundsätzlich muss ich mich bei dem Basti von V-Production bedanken, mit dem das alles super geklappt hat, mit den Felgen, mit dem Einbau des Luftfahrwerks. Gewindefahrwerk habe ich früher immer selber schon eingebaut, Luftfahrwerk war das erste Mal. Kann man viel falsch machen, und dementsprechend habe ich da gesagt, nee, das lasse ich mal einen Profi machen. Und er hat sich auch um die Eintragung gekümmert, dass halt wirklich alles auch hieb- und stichfest zu dem Zeitpunkt, wo die Rechtssicherheit da war, dann auch passt. Ansonsten der Alex, der auch da immer mal geholfen hat, Fragen beantwortet hat. Ansonsten den Jan von DRS Development in Niederlanden, der auch den Spoiler und die Frontschuhstange gebaut hat, auch so, wie ich sie dann letzten Endes haben wollte. Ja, und dann ja, viele waren mit dabei. Ne? Die Pulverei mit der Pulverbeschichtung, da der Tom, riesen Dank, der hat auch häufig mal die Felgen auf und ab, oder die Reifen auf und abgezogen. Und nicht zuletzt Krüger Classic, den Helge und sein Team. Die haben dann im letzten Jahr mit mir gemeinsam die Lackierung gemacht, beziehungsweise man kann schon sagen, Außenrestauration. Der Lack wurde einmal komplett neu gemacht. Die typischen Roststellen, die der Porsche halt hat, haben wir behoben. Wir haben gleichzeitig auch von einem Radioempfänger die Antenne, die haben wir im Dach gecleant, weil den Nupsi wollte keiner haben. Ja, und dann einige, die noch dabei waren. Ivan, der hier im Hintergrund irgendwo sitzt, der immer mit guter Laune dabei war. Und ein paar Sprüchen. Ja, nee, das ist schon. Waren viele beteiligt. Und da geht auch ein großer Dank raus. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu teilen und auch gerne den Sauerkrauts-Kanal zu abonnieren. Schreibt doch mal in die Kommentare, was so euer Traumwagen ist, wo ihr mal euch drin seht und ob ihr den Traum vielleicht schon erfüllt habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.